So, hallo, ich möchte euch heute kurz zeigen, wie ihr mit dem Programm TextStat herausfinden könnt, welche Wörter ihr tatsächlich für eure Mastersätze und für eure Zielsprache lernen solltet. Ich mache das hier mal jetzt gerade ganz einfach, indem ich hier meinen kleinen Bildschirm abfilme. Das ist nicht die beste Videoqualität jetzt, aber es geht einfach nur darum, die Frage ist nochmal aufgetaucht und damit ihr das jetzt auch relativ schnell alles sehen könnt. Also, den Link zum kostenlosen Download des Programms, den habt ihr unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Jetzt fängt es damit an, dass ihr als allererstes einen sogenannten neues Korpus erstellt. Das heißt, ihr geht hier drauf, dann habt ihr hier einen Korpus, den gebt ihr einen Namen, den nenne ich jetzt einfach mal Testkorpus und dann speichere ich den. Und jetzt kann ich hier Daten hinzufügen. Und zwar kann ich entweder Daten aus dem Internet hinzufügen. Das habe ich hier, eine Webdatei. Da nehme ich jetzt einfach mal www.sven-frank.com und das soll er suchen. Einmal suchen bitte. Und dann sehe ich gleich hier. Das gefunden. Jetzt nehme ich eine weitere Datei. Das können Internetseiten sein, die ihr selbst betreibt. Das können Internetseiten sein mit Inhalten, die ihr für euren täglichen Wortschatz braucht. Die zweite Datei wäre jetzt Sprachen lernen mit Hypnose.com. Das suchen wir. Klack. Und wenn wir hier hinten dran sehen, jawohl, ist da, habe ich das zweite. Und jetzt nehme ich Dateien von der Festplatte. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar gehe ich hier Textdat-Dokumente. Da habe ich jetzt ganz viele verschiedene Word-Dokumente. PDFs kann er leider nicht lesen, aber Word-Dokumente. Das heißt, ihr würdet zum Beispiel sämtliche Dokumente, die ihr habt, Verträge, Prospekte, Broschüren, eure E-Mail-Kommunikation, alles wahllos einfach in ein Word-Dokument hineinkopieren und dann hier bei TextStat in den Korpus einpflegen. Das dauert jetzt einen Moment, hier haben wir das alles. So, und das war's auch schon. Und jetzt gehen wir hier auf Wortfrequenzen anzeigen. Und jetzt werden die Wörter nach Häufigkeit sortiert angezeigt. Ich kann jetzt, wenn ich hier auf Exportieren gehe, diese Datei auch als Excel-Datei anzeigen lassen. Das mache ich gerne. Und dann kann ich euch das nochmal gleich ein bisschen genauer zeigen. Hier unten ist es schon. Hier, das ist Matthias Hüning, den wir an dieser Stelle einmal recht herzlich dafür danken wollen, dass er dieses Programm für uns gemacht hat. Ich lösche das aber trotzdem mal kurz weg, damit wir uns hier auf die Punkte konzentrieren können. Also das Wort und ist das Wort, das insgesamt 1241 Mal vorkommt und das Wort die insgesamt 1154 Mal. Das heißt, bei allen Textdokumenten, die ich hier habe, seht ihr, dass ich nur zwei Wörter habe, die öfter als 1000 Mal vorkommen. Und wenn man dann so ein bisschen runterscrollt, sieht man, dass relativ schnell auch die Wörter, die maximal 100 Mal vorkommen, schon hier bei 67, Platz 67, Wörter, die 100 Mal vorkommen. Und wenn man jetzt noch weiter runter geht, sagen wir mal bis 400 oder 500, dann sieht man, da bin ich also schon bei den Wörtern, die maximal 14 Mal vorkommen. Es sind natürlich auch Zahlen oder Ausrufezeichen oder Sachen, Fragezeichen und sowas da mit aufgelistet. Wenn man das also bereinigt, hier sieht man auch nochmal Zahlen, wenn man das bereinigt, dann kommt man ungefähr auf 400 bis 480 Wörter, die so den Löwenanteil ausmachen. Und wenn ich jetzt mal ganz nach unten gehe, dann seht ihr, ich habe insgesamt 7706 Wörter. Und jetzt gehe ich mal hoch, 7706, merken wir uns gerade mal, wie viele Wörter nur ein einziges Mal vorkommen. Diese Wörter muss ich natürlich nicht lernen, sondern ich lerne die ersten 480 Wörter. Ja, da sieht man also
Wir waren bei 7700 irgendwas. Das heißt, 4000 Wörter, die nur ein einziges Mal vorkommen, das muss ich mir beileibe nicht merken. Das heißt, ich konzentriere mich auf die Wörter, die mindestens jetzt in dem Fall bei 7000 Wörtern, bei 7000 unterschiedlichen Wörtern 100 Mal vorkommen. Die lerne ich als erstes. Und wenn ich jetzt 70.000 Wörter habe, dann kann man hier einfach eine Null hinten dran hängen. Aber ihr seht, es ist wirklich überschaubar. Ja, und selbst wenn wir runtergehen bis zu den Wörtern, die mindestens 10 Mal vorkommen, dann sind wir immer noch bei nur mit bereinigt etwa 600 Wörtern. So, und das sind die Wörter, die ihr bitte als allererste in eure Zielsprache übersetzt und damit Mastersätze und die entsprechenden Formulierungen, die ihr anwenden wollt, bildet. Ja, Textstat, wie gesagt, den Link findet ihr in der Beschreibung des Videos und ich wünsche euch viel Spaß damit. Das ist wirklich eines der besten Programme, um das Sprachenlernen individuell für eure Bedürfnisse super anwenden zu können. Viel Spaß!